So, guten Abend, liebe Trader. Herzlich willkommen zum dritten Webinar unserer Chartanalyse-Webinarreihe. Nächste Woche, zu Ihrer Information, legen wir eine kleine Pause ein. Da bin ich, Elena Christodoulou, und mein Team auf der World of Trading Messe in Frankfurt. Falls Sie Lust haben, mich und mein Team dort persönlich kennenzulernen, auf unserer Webseite können Sie sich Ihren kostenlosen 2-Tage-Pass abholen. Falls Sie da Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie auch gerne hier in die kleine Chatfunktion schreiben. Und dann gebe ich Ihnen weitere Informationen. So, zurück zum Webinar. Heute unser Thema Indikatoren, Setups und Handelsstrategien. Natürlich mit dabei heute Abend Herr Tom Neske. Er ist selbstverständlich der Hauptmoderator. Und ja, ich bin die Co-Moderatorin. Wie gesagt, falls Sie Fragen auch zum Webinar haben, gerne in die Tastatur tippen. Ansonsten würde ich sagen, legen wir mal los. Tom, sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Danke, Elena. Super, lieben Dank. So, vielen Dank für die Einführung. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Heute ist ja unser drittes Modul. Heute wollen wir uns dann mal anschauen, wie wir mit den Modulen 1 und 2 zusammenarbeiten können. Wir haben ja angefangen mit der Charttechnik, sind dann ja übergegangen in die einzelnen Indikatoren. Heute im dritten Modul wollen wir das Ganze miteinander kombinieren und dann mal schauen, wie wir uns wirklich einfache, aber effektive Handelssetups mit den uns zur Verfügung gestellten Modulen hier aufbauen können. So, und in dem Sinne schauen wir uns das Ganze hier dann heute mal zusammen mit an. Wie gesagt, vorab nochmal unser Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrung, Stand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handel dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinungen der Moderatoren nicht zwingend die Meinung von Pickmill darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet, jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wofür weder Pickmill noch der Moderator in Haftung übernimmt. So, wer Fragen hat zu dem Ganzen, damit Sie auch ein Bild von mir sehen, der kann mir die Fragen auch in die Chatfunktion hier unten mit reinstellen. Und dementsprechend werden wir dann natürlich auch versuchen, diese Fragen mit zu beantworten. Das heißt, wenn einer zwischendurch hier zu unserem Ganzen einige Fragen hat, kein Problem, sich da zu scheuen, einfach mir die Fragen stellen und dann können wir uns das Ganze dementsprechend mit anschauen. So, worum soll es heute gehen? Wie gesagt, die Erstellung von Handelsstrategien. Ja, das Problem bei Handelsstrategien oder beim Trading allgemein ist, das und die Zahl, die schockiert viele vielleicht erstmal hier 95% der institutionellen oder aber vor allen Dingen auch der privaten Trader nicht wirklich erfolgreich an den Finanzmärkten agieren. Und das Hauptproblem, was ich auch in vielen Jahren gesehen habe, ist, dass vielen Menschen klare Handelsstrategien oder Trading-Setups fehlen oder einfach Aspekte vom Risk- und Money-Management nicht beachtet werden. Und um erfolgreich zu traden, und das wollen wir heute mal an einem exemplarischen Beispiel hier durchführen, braucht man wirklich ganz klare Regeln für den Einstieg. Das ist praktisch unsere Analyse. Aber auch wenn wir einen Einstieg gefunden haben, brauchen wir natürlich ganz klare Regeln zum Trade Management. Das heißt, wie gehen wir mit dem aktuell offenen Trade um? Und wir brauchen natürlich auch ganz klare Regeln für einen Ausstieg. Das heißt, wann steigen wir wirklich aus der Position dementsprechend mit aus? Und das ist, was vielen Tradern wirklich fehlt, ein ganz klares System, eine Art Checkliste. Und sowas wollen wir uns heute eigentlich aufbauen zusammen, dass man wirklich wie eine kleine Checkliste die Prüfbedingungen an den Märkten abarbeitet, um erstens einen Einstieg in den Markt zu finden. Dann werden wir ganz klare Regeln definieren über Stop, Risk und Money Management, wie wir mit dieser offenen Position umgehen. Und natürlich werden wir auch ganz klare Ausstiege aus diesem Trade definieren. Und das, wie gesagt, sind die wichtigsten Handelswerkzeuge, die man für ein erfolgreiches Trading braucht. Des Weiteren, und das ist das A und O bei einem Trader in meinen Workshops und in den Coachings, können die Leute den Begriff Disziplin natürlich fast nicht mehr hören. Es ist natürlich äußerst zwingend erforderlich, sich wirklich diszipliniert an diese Regeln, die man definiert hat, die man aufgestellt hat, zu halten. Und das wollen wir, wie gesagt, heute mal an den ersten einfachen Beispielen hier dementsprechend exerzieren. Ja, und wir haben auch beim Webinar beim letzten Mal angefangen mit unseren sogenannten
Moving Averages, unseren gleitenden Durchschnitten. Ich hatte das ja im letzten Webinar auch schon mal angedeutet, dass man damit auch praktisch schon ein einfaches Handelssetup erstellen kann. Wie gesagt, wir nutzen immer zwei von diesen gleitenden Durchschnitten und wir sehen es hier auch in der Grafik. Wenn der langsamere durch den schnelleren gleitenden Moving Average hier geschnitten wird, dann haben wir ein sogenanntes Verkaufssignal, wenn wir diesen Schnittpunkt von oben nach unten haben. Und haben wir diesen Schnittpunkt von unten nach oben, dann haben wir ein Handelssignal auf steigende Kurse. Wer die letzten Webinare mitverfolgt hat, weiß, ich bin ein Freund der Praxis. Deshalb Schluss an dieser Stelle mit unseren Slides. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal hier auf unserem MetaTrader mit an und wollen uns anhand des ersten Beispiels hier wirklich mal gleitende Durchschnitte zusammenstellen. Das heißt, ich suche uns hier mal ein neues Slide. So, wir holen uns mal ein neues Chartfenster. Die anderen sind schon für die anderen vorbereitet und schauen uns das im Prinzip an. Ja, das ist der Chart, so wie er uns vom Broker zur Verfügung gestellt wird. Und man sieht, da wird es relativ schwierig, hier entsprechende Handelsentscheidungen treffen zu können, je nachdem, in welchem Zeitfenster man unterwegs ist. Ich habe uns jetzt hier mal das Minutenchart ausgewählt. Wird es natürlich sehr schwierig, hier einfache Handelsentscheidungen zu treffen. Und da haben wir die erste Möglichkeit, wirklich mit gleitenden Durchschnitten hier zu arbeiten. Das Ganze finden wir hier wieder unter diesem kleinen Button Indikatoren oder aber auch hier unter diesem Button Einfügen. Ich nutze immer dieses Template und dann haben wir hier den Begriff Moving Average und ich möchte euch mal ein Setup hier aufbauen von zwei Moving Averages. Ich nutze immer einen sehr, sehr kurzfristigen. Wir sehen, ich gebe hier die Periode von 5 mit ein. Da haben wir unsere erste blaue Linie hier mit am Markt und ich nutze einen zweiten Moving Average, einen etwas längerfristigen. Den werden wir hier auch mal mit einer anderen Farbe in Gelb darstellen, der mir das etwas gröbere Bild dementsprechend hier am Chart mit darstellt. Wie gesagt, die Einstellung, die kann jeder frei variieren, wie er dementsprechend an den Märkten agieren will, wie sensibel man diese Signale haben will. Wir sehen es, wenn ich den verändere, bekommen wir die Signale etwas später oder etwas früher. Viele klassische Moving Averages arbeiten eigentlich mit einer Einstellung von 20 und von 13 und da sieht man, wenn wir dieses Setup nutzen, 20 und 13, dann kann ich wirklich die längerfristigen Bewegungen hier am Markt mithandeln. Und wir sehen das zum Beispiel sehr schnell. Hier haben wir zum Beispiel einen Schnittpunkt. Die schnellere Linie, der kurze gleitende Durchschnitt, schneidet den langsameren gleitenden Durchschnitt, die gelbe Linie, von unten nach oben. Das ist dann zum Beispiel ein klassisches Buy-Setup. Dieser Schnittpunkt, den wir hier am Markt sehen, ist dann praktisch der Beginn eines neuen Aufwärtstrends. Und wir sehen, solange die blaue Linie, also die schnellere Linie, dann oberhalb unserer gelben Linie agiert, sind wir in einem Aufwärtstrend. Und wie wir sehen, das Ganze hat hier auch sehr, sehr schön funktioniert. Andersherum ist es natürlich, wenn dann unser schnellerer Durchschnitt die gelbe Linie von oben nach unten kreuzt. Das sehen wir hier im Beispiel. Dann haben wir hier ein sogenanntes Verkaufssignal. Dann erwarten wir fallende Kurse. Und solange, wie gesagt, dann die blaue Linie, die schnellere Linie unter der langsameren von uns gewählten Linie hier ist, haben wir einen intakten Abwärtstrend. Und erst wenn praktisch hier dieser neue Schnittpunkt hier unten kommt, ist dann diese Bewegung im Prinzip beendet. Man sieht, wenn wir volatile Märkte, sprich schwankungsreiche Märkte haben, dann funktioniert das Ganze wunderschön. Haben wir Seitwärtsbewegungen, wo kaum Bewegung an den Märkten ist, wie hier hinten zum Beispiel, da sieht man dann häufig, da geraten dieses einfache Setup hier sehr, sehr schnell an seine Grenzen. Da sehen wir, haben wir hier zum Beispiel das Sell-Signal und haben hier 5 Kerzen später bereits dieses Buy-Signal. Wie gesagt, da gerät dieses System an seine Grenzen, wenn wir wirklich keine Bewegung am Markt haben, wie hier zum Beispiel. Das sind dann auch so bestimmte Handelszeiten, die man im Trading auch beachten sollte. Das ist hier vor Markteröffnung der Amerikaner. Da sehen wir sehr, sehr häufig eine sehr lustlose Phase an den Märkten. Da haben wir geringe Bewegungen. Wer dieses Setup nutzen möchte, der sollte das zu den Haupthandelszeiten, sprich morgens zur Handelseröffnung oder aber zur Handelseröffnung der amerikanischen Märkte nutzen. Wenn wir dann die entsprechende Bewegung an den Märkten haben, ist das wirklich ein sehr einfaches, aber sehr, sehr effektives Handelssetup, das man natürlich im späteren Verlauf auch
sehr, sehr schön mit weiteren Indikatoren verbinden kann. Wir werden das sehen, wenn wir uns nachher auch mal die Regeln für einen Einstieg festlegen. Das heißt, hier hätten wir ja im Prinzip die erste Regel, schneidet die schnelle Linie, die langsame von unten nach oben. Dann haben wir das Buy-Signal und jetzt sehen wir zum Beispiel, baut sich hier hinten schon unser neues Sell-Signal so langsam auf. Wir sehen, wir sind schon mal mit unseren Kerzen durch beide Linien durchgebrochen. Das ist schon so ein erstes Indiz, dass dieser Aufwärtstrend hier in Stocken gerät. Ja, und wer nach diesem System jetzt arbeiten möchte, der wartet, dass die blaue Linie, die schnelle Signallinie, die etwas langsamere Linie, unser Moving Average mit 20, dann von oben nach unten schneidet. Wir sehen, wir nähern uns immer weiter an, aber wir haben halt noch nicht den Schnittpunkt hier im Markt. Und das ist die von mir anfangs angesprochene Disziplin, die wir natürlich auch walten lassen müssen, dass wir dementsprechend auch wirklich sagen, ich warte, bis ich wirklich diesen Schnittpunkt habe, bevor ich in diesen Markt reingehe. Und das ist, was viele Trader am Anfang verkehrt machen. Die sehen oder haben Angst, zu spät in den Markt reinzukommen, dass ihnen der Markt vielleicht wegläuft. Ja, und sagen, naja, wir nähern uns doch an. Hier kommt bestimmt gleich in ein, zwei Kerzen ein Handelssignal steigenden ein. Dann kommt die Bewegung natürlich genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja, und man wundert sich dann, warum man hier eigentlich ein Fehlsignal erwartet hat. Und das ist wirklich die fehlende Disziplin, die nach ganz klaren Regeln das Wichtigste eigentlich beim Trading ist, um dann dementsprechend hier auch erfolgreich im Endeffekt agieren zu können. Also wie gesagt, da muss man wirklich sehr, sehr genau darauf achten, dass man sich dann auch hier wirklich an dieses klare Regelwerk hier auch hält, um das Ganze dementsprechend zu nutzen. So, auf unsere Slide wieder zurückzukommen, schauen wir uns das Ganze wieder an. Wie gesagt, das wäre das erste und simpelste Setup und in unserer nächsten Folie wollen wir das Ganze mal kombinieren mit dem, was wir im ersten Webinar hatten, mit der klassischen Charttechnik. Das heißt, um Fehlsignale vielleicht in etwas lustlosen Märkten oder in nicht volatilen Märkten herauszufiltern, kombiniere ich dieses erste simple Setup, diese beiden Moving Averages, sehr gerne mit diese gleitenden Durchschnitte mit Widerstands- und Unterstützungsmarken. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel sehen, dass wir hier eine ganz markante Unterstützung im Markt zu liegen haben und ich bekomme dann hier dieses Kaufsignal, wie auf unserer Slide eingezeichnet, dann ist das für mich natürlich ein sehr, sehr starkes Indiz und dementsprechend sind das dann die Handelssignale, auf die man sich fokussieren sollte. Schauen wir uns das Ganze, wie gesagt, mal im Chart zusammen wieder an. Ich lösche mal hier ein bisschen etwas raus aus diesem Markt und wir werden uns hier mal ein etwas längeres Schaubild anschauen, damit wir hier ein etwas größeres Marktbild haben. Und dann wollen wir hier mal die Indikatoren kurz rausnehmen und schauen uns das Ganze erstmal unter charttechnischen Gesichtspunkten an. Wir haben beim letzten Mal schon angefangen, so ein bisschen mit der Charttechnik zu arbeiten in unserem ersten Workshop, wo wir uns halt auf diese Widerstands- und Unterstützungszonen fokussiert haben. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich schaue mir so einen Chart an, im historischen Verlauf und gucke mir markante Kursmarken an und sehe, dass wir heute irgendwo das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal immer an einem bestimmten Kursniveau hier gedreht haben. Und das scheinen für mich doch ganz markante Widerstandsbereiche zu sein. Und das zeichne ich mir dann auch einfach mal in diesen Chart mit ein. Das heißt, ich verbinde einfach diese Punkte miteinander, mache das aber nicht mit einer Linie, sondern ich mache das immer mit so einem kleinen Balken, damit ich da so einen Widerstandsbereich habe. Und dann kombiniere ich das natürlich so mit der klassischen Charttechnik, indem ich dann sage, okay, wenn ich im Bereich so einer markanten Widerstandsmarke oder auf der anderen Seite sehen wir auch, oh, irgendwie scheinen wir auch hier unten in diesem Bereich immer wieder auf demselben Niveau gedreht zu haben. Also scheint hier auch eine sehr markante Unterstützung im Markt zu liegen. Wenn ich da natürlich Handelssignale bekomme, dann nutze ich die natürlich sehr gerne. Und in diesem Setup, wenn ich wirklich mit Widerständen und Unterstützungen arbeite, da nutze ich dann auch sehr kurzfristige Moving Averages. Das heißt, ich nehme hier mal eine 10er-Einstellung hier für meine blaue Linie und ich nutze hier nochmal einen Moving Average im etwas kürzeren Timeframe, hier sogar mal eine 5. Und dann sehen wir,
dass wir hier die entsprechenden Signale bekommen. Ja, und dann sieht man hier sehr, sehr schön, hier sehen wir im Bereich der Unterstützungszone dieser Marke bei 13.350, das war auch am gestrigen Tag schon ein sehr markantes Kursniveau, haben wir dann pünktlich heute Morgen zum vorbörslichen Handelsstart diesen Schnittpunkt hier am Markt, dass unsere Signallinie, die gelbe Linie, die blaue Linie kreuzt von unten nach oben. Das ist eine Buy-Indikation. In Verbindung mit dieser markanten Unterstützungszone ist das für mich natürlich ein sehr, sehr starkes Handelssignal. Ja, und wir sehen, solange die gelbe Linie oberhalb unserer blauen Linie ist, vergrößere uns das Ganze mal, ist dieser Aufwärtstrend intakt. Und man sieht, selbst mit diesem einfachen Hilfsmittel dieser beiden gleitenden Durchschnitten sprechen wir heute Morgen über eine Kursbewegung von fast 70 Punkten hier nach oben im Markt. Da kann man das natürlich sehr schön nutzen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch hier dieses markante Widerstandsniveau. Das ist eine psychologische Marke gewesen, 13.400 Punkte. Da wissen wir, an so geraden, wichtigen Marken haben wir sehr, sehr häufig einen Widerstandsbereich. Ja, und das hatte ich hier auch gehabt. Und wenn ich natürlich in diesem Bereich hier diesen Schnittpunkt von oben nach unten komme, wir sehen, unsere Signallinie, die gelbe, kreuzt unsere blaue Linie von oben nach unten. Das ist der Beginn des neuen Verkaufssignales. Dann nutze ich dieses Handelssignal natürlich, um dementsprechend mich hier am Markt zu positionieren. Und wir sehen, der Markt läuft auch hier sehr, sehr schön. Wohin läuft er hin? Natürlich hier nach unten in Richtung seiner Unterstützungszone. Und da möchte ich jetzt an dieser Stelle auf die Punkte zurückkommen, die ich am Anfang angesprochen habe. Wir brauchen erstens klare Regeln für den Einstieg. Das haben wir jetzt. Wir haben uns Widerstände und Unterstützungen hier im Markt gesucht aus der Kurshistorie. Und wir haben gesagt, wir nutzen zwei gleitende Durchschnitte mit den Schnittpunkten, um dann mit einzusteigen. Das sind unsere beiden Regeln, die wir für den Einstieg haben. Wenn diese beiden Regeln erfüllt sind, dann steigen wir auch ein in den Trade. Jetzt kommt es natürlich zum Trade Management. Wie gehe ich mit so einem Trade um? Grundsätzlich ist bei mir immer eine Faustformel, nie mehr als 1% Risiko für einen Trade. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit einem 10.000er Konto arbeite, möchte ich bei 1% Risiko nie mehr als 100 Euro im Verlust haben. Und dementsprechend muss ich natürlich, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle auf meine Buy-Taste gedrückt habe, weil meine beiden Prüfbedingungen hier heute Morgen erfüllt gewesen sind, natürlich auch ganz klar definieren, wo liegt mein Stop-Kurs, damit ich nicht mehr als dieses 1% pro Trade verlieren kann. Und wenn wir bei diesem 1%, sprich 100 Euro wären, und ich zum Beispiel hier mit 10 Kontrakten handle, heißt das 10 Punkte Risiko, weil 10 mal 10 sind dann schon genau diese 100 Euro. Also auch hier fürs Management der zweite wichtige Faktor, der Punkt, wie viele Stückzahlen darf ich handeln, wo muss mein Stop-Kurs liegen, um dementsprechend nicht mehr Risiko für mein Konto einzugehen als das, was ich vorher nachgelegt habe. Und da ist es auch ein Punkt, der von vielen Tradern häufig verkehrt gemacht wird. Sie definieren sich ein anfängliches Risiko, legen meinetwegen unter diese Unterstützung ihr Stop-Kurs und sehen, oh je, der Kurs läuft jetzt in Richtung meines Stop-Kurses, dann kommt die Angst, die Panik, dann nicht, dass der mich hier ausstoppt und danach nach oben geht. Und der größte Fehler, den man als Trader machen kann, den Stop-Kurs weiter nach unten zu ziehen, dieses Risiko, was man eigentlich vor dem Trade fest definiert hat, zu erhöhen. Ja, und dann führt das in diese Negativspirale, dass man dann nicht erfolgreich handelt. Wie gesagt, Stop-Kurse werden vor dem Trading definiert, werden dann, sobald der Trade eröffnet wird, dann auch genau an dieser Stelle positioniert und dann auch nicht ins Gegenteilige, also ins Negative weiter nach unten gezogen. Ganz im Gegenteil, Stop-Kurse werden immer nur in die Gewinnzone nachgezogen, um irgendwann auf Break-Even, sprich auf den Einstiegskurs zu kommen oder aber die Gewinne laufen zu lassen. Und das ist der zweite Part des Trade-Managements, Gewinne laufen zu lassen. Das heißt, wenn wir sehen, die Position läuft hier an nach oben und wir sehen, solange der Abstand der gelben Linie zur blauen Linie größer wird, sehen wir das richtig Momentum, das richtig Schwung im Markt. Da befinde ich mich in einem sehr, sehr starken Aufwärtstrend. Und solange meine kurzfristige Linie auch immer straight weiter nach oben zeigt und sogar die Kerzen von unserem Chart sich oberhalb dieser gelben Linie befinden, da darf ich dann auch drin bleiben und da muss ich eigentlich auch drin bleiben, weil es gibt so ein schönes Sprichwort,
The trend is your friend, also der Trend, der ist dein Freund. Und wenn du mal einen Trend gefunden hast, dann soll man diese Gewinne auch laufen lassen. Und das macht man in diesem Fall, solange wir hier keine negative Indikation haben, sprich, dass sich die beiden Linien wieder annähern oder wir sogar mit den Kerzen unterhalb dieser beiden Linien schließen, besteht kein Grund, aus diesem Trade rauszugehen. Das heißt, wir bleiben immer weiter drin in diesem Trade. Und der zweite wichtige Part, was ich immer mache, ich versuche schnell das Risiko aus dem Trade rauszunehmen. Das heißt, ich versuche, sobald ich einen gewissen Gewinnpunkt hier erreicht habe, dann auf Break-Even meinen Stop-Kurs zu legen und dann peu à peu diesen Stop immer weiter in den Gewinn zu ziehen, um das Maximum abzusichern, falls doch der Kursrücksetzer kommt. Wie man das macht, zeige ich Ihnen noch an einem anderen Indikator, den wir heute noch mit nutzen werden, um dann hier das Risiko im Prinzip mit rauszubekommen. Ja, und dann der Ausstieg ist dann natürlich ganz klar der Fall. Da brauche ich auch ganz klare Regeln und ich sage immer, wenn die Kerzen auf Schlusskursbasis unterhalb der beiden Linien schließen, hier ist dann praktisch mein Exit, mein allerspätester Ausstieg oder man hat auf der anderen Seite ein gewisses Gewinnlevel definiert, wo man sagt, ich möchte 10, 20, 30 Punkte mit so einem Trade mitnehmen. Wenn die dann erreicht sind, steigt man aus. Ich ärgere mich auch nicht, wenn der Trade danach noch weiterläuft. Ich bin hier heute, Tatsache, heute Morgen in diesem Trade mit dieser negativen Kerze ausgestiegen. Das waren dann aber fast 25 Punkte gewesen. Ja, der Trade hat 60 Punkte im optimalen Fall gebracht, aber wie gesagt, ich habe immer so ein gewisses Level, wo ich meinen Ausstieg definiere. Wenn dieses Level dann erreicht ist, steigt man auch aus. Ja, und um wieder auf unser Setup zurückzukommen, hier sehen wir natürlich auch heute im Laufe des Tages diese Korrekturbewegung im späteren Vormittag. Und heute Mittag erneut mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kerzen dieses Unterstützungsniveau, das wir uns aus der Charttechnik geholt haben, hier genau verteidigt. Und dann sehe ich in der nächsten Kerze hier diesen Schnittpunkt wieder meiner beiden Moving Averages. Das ist das erneute Handelssignal, der erneute Einstieg in den Markt und dann natürlich auch hier genau wieder das Definieren meines Stop-Niveaus. Zack, der wird immer unter eine Unterstützungszone gelegt. Ja, und das Definieren eines Zielkurses. Und ich habe ja heute schon gesehen, wir sind mehrfach an diese 13.400-Punkte-Marke gelaufen. Deshalb versuche ich auch in Richtung dieser 13.400-Punkte-Marke dann mein Take-Profit-Niveau hinzulegen. Ja, und solange dieses Signal intakt ist, versuche ich das auch zu handeln. Ja, und wir sehen, dieses Spielchen konnten wir heute mit diesem einfachen Setup mehrfach am Tag spielen. Hier heute 15.50 Uhr wieder rangelaufen an diese Widerstandsmarke, wieder gescheitert an dieser Marke. Hier ist unser Schnittpunkt, da schneidet die gelbe Linie unsere blaue Linie und dementsprechend hier dann der erneute Sell-Trade wieder mit dem Zielkurs Unterstützungszone und wir sehen auch dieses Signal funktioniert wunderschön hier am Markt. Ja, und wir hatten dasselbe Setup nochmal erneut hier gegen Handelsschluss die Unterstützung verteidigt. Hier wieder dementsprechend unser Schnittpunkt der gelben durch die blaue Linie von unten nach oben. Super schönes Setup und man sieht, das war der DAX auf 5-Minuten-Basis. Wir haben hier heute wirklich 5, 6 sehr, sehr schöne Handelssignale generieren können am Markt und selbst mit diesem einfachen Setup, die Kombination aus Charttechnik und Widerstandsmarken ergibt wirklich ein sehr erfolgreiches Tool, wo man wirklich schon sehr, sehr gut mit handeln kann. Ja, wollen wir bei den Moving Averages bleiben? Ich möchte Ihnen mal ein ganz tolles Tool vorstellen, was man aus der Kombination mehrerer gleitender Durchschnitte machen kann. Einen sogenannten von mir entwickelten Trading Channel und den wollen wir uns einfach mal auf einem anderen Bild mit anschauen. Das heißt, ich zeige Ihnen mal, wie der aufgebaut ist und zeige Ihnen dann das fertige Ergebnis. Das heißt, ich nutze einen ganz normalen Chart, hier zum Beispiel als Minutenchart. So, und da legen wir uns auch Moving Averages mit rein. Und ich beginne hier mit einem Moving Average von 13. Und ich habe da ein gewisses Farbspiel, um den zu nutzen. Leg den mal hier in Aqua rein. Und das ganze Spiel mache ich jetzt immer weiter. Leg mir jetzt ein Moving Average von 14 rein. Leg mir dann ein Moving Average von 15 rein.
Und diese Spielchen sehen wir auch nachher auf unseren Folien. Da habe ich Ihnen das alles hinterlegt. Die Dokumente können Sie sich übrigens als PDF-Dokument hier wieder mit downloaden. Die liegen im Bereich Unterlagen mit drin. Und bauen wir praktisch einen Trading-Kanal aus. Und wie das Ganze dann aussieht, sehen wir dann hier in diesem Bereich. Ich nehme mal hier noch zwei Indikatoren raus. Da kommen wir später drauf zu sprechen, wenn wir hier das Ganze miteinander kombinieren. Sie sehen, ich habe hier viele Moving Averages in unterschiedlichen Farben. Und das Bild, was dabei rauskommt, ist so ein schöner Kanal. Und ähnlich wie das andere Setup mit den gleitenden Durchschnitten gearbeitet hat, funktioniert auch dieses Setup, weil ich hier sehr, sehr schön eine ganz klare Trendrichtung erkennen kann. Wir sehen hier diesen Durchbruch durch diesen Kanal von unten nach oben. Das ist der Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung. Solange wir uns dann mit diesen Kerzen über den von uns gezeichneten Moving Averages, die diesen Kanal bilden, befinden, sehen wir, haben wir hier eine sehr schöne Aufwärtsbewegung. Wir sehen aber auch, wenn sich dieser Kanal, der sich hier schön aufgefächert hat, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass hier eine starke Bewegung nach oben ist, dann wieder zusammenzieht. Und hier sehen wir eigentlich den Schnittpunkt. Wir tauchen wieder unter diesen Trading-Kanal, haben hier also diesen Durchbruch. Das ist für mich dann die Zone, wo ich sage, hier dreht sich dieser Trend um. Und das ist ein sehr, sehr schönes und nützliches Tool, was man sich mit diesen einfachen gleitenden Durchschnitten bauen kann. Weil ich jetzt nämlich sage, sind wir mit den Kerzen unterhalb dieses blauen Kanals, den können Sie sich natürlich in jeden Farben hier irgendwo zeichnen. Wer sagt, ich möchte einen roten Kanal, der wählt einfach rote Farbtöne. Ich habe den jetzt mal in so einem freundlichen Blau hier gewählt. Und wir sehen jedes Mal, wenn wir hier unter diesem Kanal auch an diese Zone reinlaufen, nimmt er wieder diesen Kanal auf. Und wir sehen, solange dieser Kanal richtig schön breit aufgefächert ist, sind wir hier in einem Abwärtstrend, sehen aber dann hier auch schon praktisch wieder diesen Durchbruch nach oben. Das ist dann hier der Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung und wir sehen das hier auch sehr, sehr schön. Der Kanal zeigt nach oben und jedes Mal, wenn wir in diesen Kanal reinlaufen, finden wir hier eine sehr schöne Unterstützung und es geht dann hier auch wieder wunderbar weiter nach oben. Ja, und hier sehen wir, zieht sich dieses Band zusammen, auch in der Mitte mal. Das ist immer ein Indiz, dass der vorherrschende Trend etwas schwächer wird. Wichtig ist ein Durchbruch und hier sehen wir diesen dominanten Durchbruch. Und ab hier hat dann auch diese Abwärtsbewegung begonnen. Ja, und hier im Prinzip auch schon wieder diese neue Aufwärtsbewegung am Markt. Und da kann man, wie gesagt, aus diesen gleitenden Durchschnitten sich so einen schönen Kanal hier bauen und mit Hilfe dieses Kanals natürlich dann dementsprechend hier sehr, sehr schöne Handelssignale generieren. Ja, wenn man jetzt irgendwann sich diesen Rechner anschaltet und sagt, oh, ich habe diesen Durchbruch hier irgendwo verpasst, kann man diese Moving Averages und diesen Kanal natürlich mit einem weiteren Indikator kombinieren. Wir haben ja beim letzten Mal auch uns unseren sogenannten Stochastik-Indikator angeschaut und den möchte ich jetzt mal an dieser Stelle ganz gerne in unser Template mit einbauen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach mal einen klassischen Stochastik-Indikator mit dazu und schauen uns dann mal an, wie wir dann, wenn wir den Anfang dieses Trends verpasst haben, nochmal in diesen Wert hier mit reinkommen. Ich nehme hier auch diese Standardeinstellung 533. Die sind sehr aggressiv. Ich zeige aber gleich, warum wir diese kurzfristigen Einstellungen hier am Markt mit nutzen, um hier dementsprechend wieder reinzugehen. So, bleiben wir mal bei diesem schönen Aufwärtstrendsignal. Wir sehen, wir haben hier diesen Durchbruch geschafft. Und den haben wir vielleicht verpasst, weil wir zu dem Zeitpunkt jetzt in einem anderen Markt drin gewesen sind oder hier das Ganze nicht genutzt haben. Wenn ich sowas natürlich sehe, dass wir jetzt einen Kanal nach oben aufbauen und wir uns mit den Kerzen hier oberhalb des Ganzen befinden, sehe ich, okay, das ist für mich ein Aufwärtstrend. Erste Definition, in einem Aufwärtstrend handle ich nur in Richtung steigender Kurse, also nach oben. Und da nutze ich dann das Hilfsmittel dieses Stochastik-Indikators hier unten und sage, jedes Mal, wenn ich diesen ersten Einstieg verpasst habe und sehe, wir laufen wieder in diese überverkaufte Zone, das ist der Bereich hier unten unter 20. Ich habe den sehr extrem eingestellt mit 80 und 20. Viele arbeiten auch gerne mit 70 und 30. Dann kann ich dieses Kursniveau nutzen,
nutzen, um erneut in diesen Markt einzusteigen. Und das wäre jetzt zum Beispiel schon ein etwas fortgeschrittenes Handelstool, ein sogenanntes Scalping-Tool, wo man wirklich sagt, ich möchte hier kurze Punkte aus dem Markt mit rausnehmen. Scalpen heißt ja, innerhalb kürzester Zeit 3, 4, 5 Punkte am Markt mitnehmen, Position rausnehmen. Und wir werden sehen, dass das auch durchaus ein sehr effektives Handelstool sein kann, weil wir werden sehen, wie oft wir dieses Spielchen machen können. Wir sehen, 17.11 Uhr ist die Serverzeit, also um 16.11 Uhr heute, erneut wieder hier unten rangelaufen und mir reicht das Tuschieren dieser 20er Marke aus, weil ich ja sehe, ich habe hier einen Trendkanal, der sich nach oben aufbaut. Dieses Kursniveau nutze ich zum Einstieg in eine Buy-Position und wir sehen, sofort geht es hier 13 Punkte nach oben, also ein sehr, sehr schöner Dreh. Dann kurze Zeit danach wieder dieses Spiel. Wir sehen, wir laufen wieder runter an diesen Kanal mit rein. Der Kanal zeigt noch nach oben. Wir stoßen sogar nach unten leicht durch. Das stört mich aber nicht. Ich sehe, wir sind in der Stochastik wieder unter der 20er Marke. Also wieder Entry in diesen Markt. Hab hier 2, 3 Kerzen Zeit, um in diesen Markt mit reinzukommen. So, und wir sehen auch im Anschluss hier wieder den Einstieg gefunden. 17 Punkte geht der Markt auch hier wieder nach oben. Dann sehe ich hier erneut dieses Zeichen. Wir sehen, ich bin nicht an meine 20er Marke rangelaufen. Das heißt, ich mache nicht diesen Trend. Ich habe ja eine ganz klare Regel und das ist ganz wichtig. Erst wenn der Stochastikindikator meine 20 berührt, erst dann darf ich wieder reingehen. Das ist wieder die Disziplin, die wir an dieser Stelle mitbringen müssen. Also gucke ich hier zu, warte ab, weil meine Prüfbedingung nicht erfüllt gewesen ist. Aber kurze Zeit später, 17.46, sehen wir wieder, der Kanal zeigt nach oben, die Stochastik läuft wieder unter diese 20er Marke. Ich finde wieder diesen Einstieg in den Markt und wir sehen auch hier sofort innerhalb der nächsten 4, 5 Kerzen, das heißt 5 Minuten, wieder 13 Punkte. So, wer jetzt mal mitrechnet und sagt, naja, ich habe hier meine 10 Kontrakte, die ich grundsätzlich auf so einem Konto handeln kann, mal 10 Punkte, heißt das, hier 100 Euro, hier 100 Euro, hier 100 Euro, hier 100 Euro. Und dieses Spielchen kann ich ja den ganzen Tag spielen. Hier sehen wir, darf ich nichts machen, Stochastik nicht an meiner 20er-Zone. Hier darf ich nichts machen, Stochastik nicht in meiner 20er-Zone. Also warte ich dementsprechend ab. Und das gleiche Spiel kann ich natürlich auch umgedreht spielen. Wenn wir sehen, oh, hier haben wir mit einem neuen Abwärtstrend begonnen, habe ich vielleicht verpasst, kann ich natürlich jetzt den Indikator umgedreht nutzen. Dementsprechend nutze ich jetzt aber die Co-Spitzen, das heißt die überkauften Zonen. Jedes Mal, wenn wir die 80 berühren, dann darf ich den Selltrade machen. Und wir sehen, kurze Zeit danach, aha, 16.11 Uhr, wieder über diese Stochastik, über die 80er Marke, darf mein Selltrade platzieren. Hab, wie gesagt, immer für mich 10 Punkte Zielmarge definiert und wir sehen, wann haben wir die 10 Punkte erreicht. Hier haben wir die 10 Punkte erreicht. 7 Minuten gebraucht, ein schöner Gewinntrade. Jetzt warte ich wieder ab, ob wir irgendwann wieder mit der Stochastik hier oben an die 80 ranlaufen. Da sehen wir, das ist hier der Fall. Wieder schön zurückgelaufen, kleine technische Gegenbewegung. Aber wir sehen, unser Trendkanal zeigt steil nach unten. Die Bänder sind auch noch relativ breit. Das heißt, das ist ein wirklich intakter Abwärtstrend. Das war nur mal so eine kleine technische Gegenbewegung. Aber die wird hier scheitern. Nutzt dieses Niveau zum Einstieg, möchte wieder 10 Punkte machen. Wir sehen 2 Kerzen, 2 Minuten, 12 Punkte. Der Markt nach unten gelaufen. Sehr, sehr schönes Handelssignal. Und wie gesagt, so kann man mit diesem einfachen Setup immer wieder spielen. Und wir sehen, das war zum Beispiel auch die Kurseröffnung heute Morgen gewesen. Da sehen wir, über diese Marke gesprungen, es geht nach oben. Ich warte hier den Rücksetzer ab, da sehen wir, da sind wir wieder hier unten. Unter unser 20 darf erneut einsteigen in diesen Trade. Zack, auch wieder 20 Punkte in den nächsten paar Minuten. Hier genau dasselbe, auch wieder zurückgelaufen an diese Marke. Und dementsprechend unter der 20 darf ich meine Position eröffnen. Die nächsten 25 Punkte nach oben gelaufen. Und dasselbe Spiel durfte ich hier nochmal machen. Auch nochmal in den Trendkanal zurückgelaufen. Und wieder hier über 17, 18 Punkte. Und wir sehen das Scalping 3, 4, 5 Minuten mit im Markt. Und schon dementsprechend hier diese Punktzahl. Also ein sehr simples Setup. Wir sehen, zwei Indikatoren im Prinzip miteinander kombiniert, Moving Average und Stochastik.
In diesem Fall natürlich mehrere Moving Averages. Wir sehen das, wenn ich hier mal auf die Einstellungen schaue. Bei meinen Indikatoren sehen wir, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 12 Indikatoren miteinander kombiniert. Immer in abwechselnden 13, 14, 15, 16, 17 bis 28 durch. Und dann haben wir hier diesen wunderschönen Kanal, der uns hier wirklich sehr schön hilft, erfolgreich in Kombination mit einer zweiten Prüfindikation mit unserem Stochastikindikator hier am Markt dementsprechend zu handeln. So, das war, wie gesagt, hier schon mal ein ganz einfaches Handelssetup, zwei Stück an der Zahl, um hier dementsprechend an den Märkten schon mitzuarbeiten. Ein weiterer schöner Indikator, den wir ja auch in unserem Webinar in der letzten Woche besprochen haben, waren unsere sogenannten Bollinger-Bänder. Und die Bollinger-Bänder kombiniere ich immer sehr gerne auch mit unserem Stochastik-Indikator. Jedes Mal, wenn wir den unteren Rand dieses Bollinger-Bands berühren und mit der Stochastik wieder in unserer Kaufzone sind, ergibt sich ein schönes Signal auf Buy. Berühren wir unser oberes Bollinger Band und haben die Stochastik dementsprechend ein Verkaufssignal, sehen wir, geht es danach schön nach unten. Und wie dieses Spielchen live aussieht, wollen wir uns auch mal wieder im Chart mit anschauen. Ich glaube, ich habe hier schon mal was mit Bollinger Bändern vorbereitet. Ich gucke mal kurz durch, hier noch nicht, hier noch nicht, hier noch nicht. So, dann haben wir hier einen nackten Chart, dann wollen wir den mal nehmen. Blenden uns also hier mal aus unseren Indikatoren unsere Bollinger Bänder mit ein, um die dementsprechend zu nutzen. Ich nutze die immer sehr gerne in der Periode von 15. 20 ist die Standardeinstellung. Ich nehme immer ganz gerne 15. Da kriegen wir die Signale etwas kräftiger. Oh, ich nehme hier einfach mal einen gelben Kanal. So, und dann sehen wir hier so wilde Zickzacklinien. Das sieht natürlich erstmal sehr, sehr nervös hier mit aus. In so einem Chart, so gehen wir mal hier in so ein 5-Minuten-Schaubild, damit man hier nicht allzu lange in den Märkten drin ist und hier mehr Signale bekommt. Erstes Indikatoren-Setup, Bollinger Bänder. Zweites Setup, wieder meine Stochastik mit dazu. Nutze hier auch wieder dieses kurzfristige 5-3-3er-Setup in der Stochastik, um hier auch wieder viele Handelssignale zu bekommen. Ja, und ich lege mir immer so eine vertikale Linie mit in den Markt und sage, aha, so, dann kann ich nämlich mit dieser vertikalen Linie schön gucken, wo bin ich denn genau mit meinem Indikator hier oben. Und da sehe ich, oh, wir berühren das obere Bollinger Band. Das ist meine erste Prüfbedingung. Sollten wir dann mit der Stochastik noch in unserer überkauften Zone sein, sprich über 80, oh, stimmt auch, dann platziere ich meinen Short Trade. Und wie wir sehen in den folgenden Kerzen, ich vergrößere uns das Ganze mal hier, sehen wir auch sehr schön, läuft der Markt genau in die von uns erwartete Richtung, bewegt sich hier schön dementsprechend nach unten, setzt also genau diese Korrekturbewegung ein, die wir hier dementsprechend auch erwartet haben. Und da sehen wir hier ganz schnell mal 300 Pips mit nach unten, sehr, sehr schönes Handelssignal. Und genau so gucke ich natürlich auch auf der entgegengesetzten Seite, wenn ich sehe zum Beispiel, dass wir unten an unsere Parabel mit ranlaufen und ich befinde mich wie hier zum Beispiel, da sehen wir sogar einen Durchbruch aus dieser Parabel, sehe dann hier den im überverkauften Bereich, den Schnittpunkt in meiner Stochastik, da ist das Buy-Signal, da erwarte ich dann natürlich eine Bewegung nach oben und auch das sieht hier nicht viel aus, aber hier liegt unser Einstieg. Wir laufen, das hatten wir mit den Bollinger Bändern besprochen, immer mal gerne an diese mittlere Linie, das ist ja hier ein gleitender Durchschnitt und kann das Ganze dementsprechend hier sehr schön nutzen. Auch als Scalping-Strategie wunderbar zu nutzen. Schau natürlich und immer zwei Prüfbedingungen. Oh, meine Stochastik stimmt, aber ich bin nicht am oberen Bollinger Band, darf ich also nicht handeln. Kein Handelssignal. So, hier waren wir zum Beispiel wieder, hier passt es, am oberen Band. Plus die Stochastik überhalb der 80er Marke und wir sehen, danach geht es dann auch schön nach unten, auch mal wieder 100 Pips Korrektur nach unten. Und so kann man dieses Spielchen auch mit den Bollinger Bändern sehr, sehr schön spielen, in Kombination mit einem Stochastikindikator, um da dementsprechend hier Handelssignale am Markt zu generieren und dementsprechend da mitzuarbeiten. So, das waren unsere Bollinger Bänder und jetzt wollen wir uns mal einen der wohl bekanntesten Indikatoren mit anschauen, unseren sogenannten MACD-Indikator, Moving Average Convergence Divergence Indikator. Den lassen wir erstmal mit diesen Standardeinstellungen 12, 26 und 9 und blenden uns den hier in den Markt mit ein.
Ja, und da sehen wir jetzt auch zum Beispiel hier unser Schaubild und ich kombiniere den auch sehr, sehr gerne mit den Stochastikindikatoren. Und wie ich das mache, möchte ich Ihnen zwar ganz kurz zeigen, nämlich folgendermaßen: Kreuzen wir unsere Nulllinie im MACD-Indikator, das hatten wir im letzten Modul besprochen, ich zeichne uns die mal hier als grüne Linie ein, von oben nach unten beginnt praktisch hier, das war heute Morgen um 7:30 Uhr, ein Abwärtstrend. Das heißt, ich weiß grundsätzlich, der MACD gibt mir diesen Grundtrend vor und ich sehe, solange ich mich unterhalb meiner Nulllinie befinde, hier mit meinem Histogramm, bin ich in einem Abwärtstrend. Jetzt habe ich vielleicht um 7:30 Uhr meinen Einstieg verpasst in diesem Markt. Kein Problem. Hier nutze ich auch wieder diese Kombination mit diesem zweiten Indikator. Und wichtig ist eigentlich, viele machen immer am Anfang das Problem, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Indikatoren in ein Prüfsetup zu passen. Damit wird das viel zu kompliziert und ich habe viel zu viele Prüfbedingungen zu bearbeiten. Zwei, drei Indikatoren miteinander kombiniert, ganz klare Regeln für diesen Einstieg kombiniert, das macht uns erfolgreich. Und was ich gerne nutze, ist zu sagen, aha, der MACD gibt mir den Grundtrend vor. Wir sind ab 7:30 Uhr in einem Abwärtstrend. Heißt für mich, ich darf nur Sell Trades am Markt platzieren. Jetzt schauen wir, wann komme ich dann vielleicht noch mal rein in den Markt. Wir sehen hier zwischendurch meine Bewegung nach oben. Hier, das ist der entscheidende Punkt. Wieder die Stochastik. Wenn ich wieder über diese 80er-Marke, sprich über die überverkaufte Zone laufe, eröffne ich ohne Wenn und Aber ein Sell Trade. Mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 2, sprich vielleicht 10 Pips Risiko zu 20 Pips Gewinnerwartung. Das heißt, ich nutze Tatsache hier diesen Höchststand für den Einstieg in den Markt. Das war die 1,3160, 10 Pips, 100 Pips Risiko, 1,3170. Hier oben liegt meine Stop-Marke, noch ein Tick höher. Und im Chance-Risiko-Verhältnis 1 zu 2 möchte ich natürlich das Doppelte als Gewinnmarge haben, sprich, ich muss auf 1,3140 meine Gewinnmarge haben. Und wir sehen, der Trade, der springt an. Der MACD zeigt mir grundsätzlich an, wir sind in einem intakten Abwärtstrend. Das war nur eine technische Gegenbewegung. Überhalb der 80er-Marke sind wir sehr anfällig für eine Korrektur. Haben wir eine über 90-prozentige Wahrscheinlichkeit bei diesem Setup, dass diese Korrekturbewegung kommt. Na, die nutze ich doch sehr gerne. Und wir sehen, der Trade läuft hier super an. 100 Pips Risiko, der Trade macht über 340 Pips Gewinn hier in den nächsten paar Minuten. Schönes Setup. Aus den Buy-Trades mit der Stochastik, da bleibe ich raus, da mache ich nichts. Warte wieder ab, ob wir nicht nochmal an unsere Marke hier oben mit ranlaufen, an unsere 80er-Marke, nutzt das erneut, um auf diesem Kursniveau einzusteigen. Und wir sehen auch danach geht es weiter nach unten. Hab viel später nochmal die Chance. Hier hinten sehen wir, laufen wir wieder an dieses Kursniveau ran. Im MACD-Indikator bin ich immer noch im negativen Bereich. Also hier das nächste schöne Short-Setup mit in den Markt. Da sehen wir, hier steigen wir ein auf dem Niveau. 100 Pips höher, mein Stop-Niveau. Heißt, ich möchte mindestens 200 Pips Gewinn machen. 1,3133 kommen wir rein. 1,33, wir sehen, der Trade bringt innerhalb der nächsten halben Stunde über 400 Pips Gewinn. Tolle Chance-Risiko-Verhältnis, sehr einfaches Setup. Und das Spielchen mache ich den ganzen Nachmittag so. Jetzt schaue ich einfach wieder, oh, hier haben wir wieder die 80er-Marke überschritten. Prüfbedingung erfüllt. Zweite Prüfbedingung, MACD ist immer noch im negativen Bereich. Also nutze ich das Ganze wieder für einen Short-Trade und wir sehen, wie schnell das dann wieder geht. Auch hier die nächsten 200 Pips geht short nach unten. Wunderbar. Und diese Spielchen konnten wir heute beim Euro, Great British Pound, US-Dollar, den ganzen Tag spielen. Immer wieder geschaut, so wann laufen wir denn nochmal in diese Zone rein. Zack, hier hinten wieder dieses Spielchen. Markt geht wieder nach unten. Dementsprechend konnte ich hier auch sehr schön wieder dieses Setup spielen. Und dementsprechend auch hier dementsprechend den nächsten Short Trade platzieren. Und irgendwann drehen wir das Spielchen dann natürlich um. Hier sehen wir auf einmal, wir überschreiten die Nulllinie. Ab hier beginnt ja unser Aufwärtstrend. Wenn wir dieses Histogramm oberhalb der Nulllinie haben, sind wir in einem intakten Aufwärtstrend. Und da mache ich natürlich das andere Spielchen. Da interessiert mich dann natürlich die überverkaufte Zone, das heißt der Bereich unter 20. Und da sehen wir, haben wir hier gerade noch
Da haben wir gerade mit unserem Webinar begonnen, ein schönes Einstiegssignal bekommen. Wir sind wieder sehr schön unter diese 20er-Zone gelaufen. Der MACD ist immer noch oberhalb seiner Nulllinie, immer noch in einem intakten Aufwärtstrend. Also gehe ich davon aus, dass er den auch wieder aufnimmt. Und wir sehen in der Zeit, wo wir jetzt unser Webinar gemacht haben, schon wieder über 100 Pips der Markt nach oben gelaufen. Also auch schon wieder ein sehr simples Handelssetup. Zwei Prüfbedingungen, die lege ich mir als ganz klare Regeln fest. Wenn diese beiden Regeln erfüllt sind, sprich, bin ich mit dem MACD oberhalb der Nulllinie und mit der Stochastik unterhalb der 20, eröffne ich ein Buy-Trade. Umgedreht, erste Prüfbedingung, bin ich mit dem MACD unterhalb der Nulllinie, bin ich in einem Abwärtstrend, dann nutze ich diesen überkauften Bereich. Das heißt, wenn ich mit der Stochastik in die über 80er Marke eintauche, dann eröffne ich dementsprechend eine Sell-Position. So, jetzt sehe ich hier gerade, kommt eine Frage rein. Wollen wir doch mal schauen, welche Einstellungen nochmal beim MACD? Ja, da nehme ich tatsächlich die Grundeinstellungen, so wie wir sie uns eigentlich vom Broker hier auch bei Tickmill mit übertragen werden, 12, 26, 9. Das heißt, hier kann ich mir einfach den Indikator aufrufen, MACD, und da sehen wir, da sind die Grundeinstellungen 12, 26, 9 genauso mit drin. Die übernehme ich auch, wie gesagt, da hole ich mir im Prinzip den Grundtrend her und die Stochastik nehmen wir in der Einstellung 5, 3, 3, das ist auch die Standardeinstellung und wie gesagt, zwei simple Indikatoren, die ich miteinander kombiniere, um dementsprechend dann hier wirklich schöne Handelssetups und ihr seht, wie viele Trades man sich damit am Tag wirklich hier rausfiltern kann, die auch wirklich alle funktioniert haben. Hier wäre kein einziger Fehltrade heute mit dabei gewesen und das macht dann natürlich Spaß, mit so einem einfachen Handelssetup wirklich hier effektiv am Markt handeln zu können. Und wie gesagt, deshalb nutze ich den hier auch sehr, sehr gerne. So, an der nächsten Stelle würde ich jetzt noch gerne mal ein, zwei andere Indikatoren, die wir nicht unbedingt in den Standardeinstellungen finden, mit vorstellen, die ich unheimlich gerne in mein Trading mit einbaue. Das sind neben den gleitenden Durchschnitten, wir haben ja hier unsere gleitenden Durchschnitte mit drin, wir sehen das, ich nehme mal hier die zwei raus, so zwei löschen wir hier. Jetzt haben wir zum Beispiel einfachen gleitenden Durchschnitt mit den entsprechenden normalen Charts. Und diese Candles, die ändere ich gerne um. Da gibt es einen sogenannten Heikin-Ashi-Indikator. Das ist eine etwas andere Darstellung dieser Kerzen. Und ich nutze da noch eine besondere Form von einem sogenannten Smooth-Indikator. Und wie das Ganze aussieht, wenn ich den Indikator mal mit einblende, also meine gleitenden Durchschnitte, mein Moving Average, dann im Prinzip mit einem Heikin-Ashi-Indikator kombiniere, da ist er schon, sieht folgendermaßen aus. Der hat eine ganz, ganz simple Einstellung. Ich glaube, ich sollte meinen Moving Average mal etwas stärker darstellen, damit wir den auch wirklich hier noch sehen. Und wir nehmen mal oben eine dickere Signalfarbe. Da nehmen wir vielleicht mal eine goldene Farbe. So, dann sehen wir den hier auch etwas besser. So, und jetzt sehen wir grundsätzlich schon mal mit diesem Heikin-Ashi, mit diesem Smooth-Indikator folgendermaßen dargestellt. Wir haben grüne Candles unterhalb unserer normalen Kerzen. Die stehen für eine Aufwärtsphase und wir haben rote Candles. Die stehen für eine Abwärtsphase. Ja, und damit lässt sich das Ganze auch sehr, sehr einfach handeln. Weil ich sehe, aufgrund meines gleitenden Durchschnitts bin ich oberhalb der Kerzen, bin ich in einem Aufwärtstrend. Habe ich dann als zweite Prüfbedingung noch eine grüne Heikin-Ashi-Kerze, bin ich ganz klar in einem Aufwärtstrend. Solange das der Fall ist, solange wir oberhalb dieses gleitenden Durchschnittes sind und die Kerzen grün sind, kann ich hier in diesem Dreh drin bleiben. Schauen wir uns das Ganze einfach mal ein bisschen an, wie das dementsprechend hier funktionieren kann mit diesem super simplen Setup. Zwei Prüfbedingungen. Da haben wir eine Kerze, die schließt oberhalb meines gleitenden Durchschnitts. Ich nenne das immer Durchbruchkerze. Das ist meine erste Prüfbedingung. Ist mein Heikin-Ashi-Indikator auch noch grün dazu? Zweite Prüfbedingung. Dann sind meine beiden Prüfbedingungen für dieses Setup erfüllt. Dann darf ich, wie gesagt, in den Markt einsteigen. Das heißt hier 17,51, schöner Einstieg in ein Buy-Signal. Solange beide Prüfbedingungen stimmen, Prüfbedingung 1, die Kerzen der Heikin-Ashis sind grün. Prüfbedingung Nummer 2 ist, ich befinde mich mit meinen normalen Kerzen oberhalb des gleitenden Durchschnittes.
Ich habe uns hier ein Moving Average von 13 in den Markt gelegt, damit ich wirklich da auch ein bisschen Platz habe und das Ganze nicht so aggressiv mache, nutze ich hier eine 13er Einstellung. Bleibe ich einfach in diesen Beiträgen mit drin. So, und wir sehen, wir sind mit den Kerzen immer noch über meinem gleitenden Durchschnitt. Das ist unser goldfarbene dicke Linie. Meine Kerzen sind immer noch grün. Ich kann drin bleiben, ich kann drin bleiben, ich kann drin bleiben. Zack. Hier sehen wir unsere sogenannte Durchbruchkerze. Eine Kerze, die unterhalb meines gleitenden Durchschnittes schließt. Das war auch vorhin bei den Trading-Bedingungen gesagt. Wenn eine Prüfbedingung nicht mehr stimmt, dann unser spätestes Exit. Also hier steige ich aus dem Markt. Schließe meine Position, die wir hier unten eröffnet haben. Und wenn wir uns das mal in Punkten anschauen, ich steige erst hier mit der zweiten Kerze ein, ich möchte erst wirklich die Durchbruchkerze haben, steige hier im Closing aus, waren das 15 wunderbare Punkte, die ich mir hier im Minutenchart innerhalb von 20 Minuten mitnehmen konnte. Jetzt wieder zwei Prüfbedingungen. Ich bin unterhalb der gleitenden Durchschnitte, Prüfbedingung ist erfüllt, aber meine Heikin-Ashi-Kerze ist noch grün. Also darf ich nicht rein. Hier kommt meine rote Kerze. Mit der nächsten Kerze steige ich ein. Ich bin unterhalb meiner gleitenden Durchschnittslinie. Ich habe meine roten Heikin-Ashi-Kerzen. Da darf ich diesen Short Trade eröffnen. Und wir sehen, ob der läuft dementsprechend an. Und dieses Spielchen kann man die ganze Zeit spielen. Und ich nutze zum Beispiel, man muss ja auch ein Stop-Level definieren. Und das kann man sehr schön machen. Hier sehen wir zum Beispiel auch eine Phase, das sieht nach einem Fehlsignal aus. Das ist auch ein Fehlsignal. Auch Fehltrades gehören dazu. Aber ich werde Ihnen zeigen, warum mich die überhaupt nicht interessieren, diese Fehltrades, weil wir ein unheimlich geniales Risk Management bei diesem Setup haben. Wir sehen hier 17.45 Uhr der Durchbruch. Ich bin unterhalb meiner Linie. Erste Bedingung erfüllt. Meine Heikin-Ashi-Kerze ist auch rot. Ich steige auch erst mit der nächsten Minute ein. Das heißt, mit dem Opening dieser Kerze komme ich erst rein. 13.371 in dem Markt. Das Gute ist, ich nutze die Höchststände, ich muss ja einen Stop-Kurs definieren, meiner Einstiegskerze vom Heikin-Ashi, um mein Stop-Level zu definieren. Sie sehen, der Einstieg bei 3.7148, das Stop-Level bei 3.7468. Wir haben gerade mal 3 Punkte Risiko in dem Markt. So, jetzt habe ich ausgerechnet den tiefsten Punkt erwischt für meinen Einstieg. Ist natürlich immer super im Trading. Wir sehen, die nächste Kerze läuft schon mal gegen mich. Ich bin schon mal im Minus. Ich habe ja sowieso noch meinen Spread mit drauf. Das heißt, ich starte schon im Minus und kommt gleich noch meine Kerze gegen mich. Überhaupt kein Problem. Ich nutze von den Heikin-Ashi-Kerzen die Höchststände, um das Stop-Level mit anzupassen. Und wir sehen, okay, bei 74 erwischt es mich, Tatsache, 3-4 Minuten später. Hier haben wir die Kerze, die mich ausnockt, die stoppt mich hier aus, diese Kerze. Habe ich ein Minus gemacht von 3 Punkte. Tut mir nicht weh, weil ich gehe einfach weiter. Neue Prüfbedingung. Heikin-Ashi, grün, Durchbruchkerze. Ich bin oberhalb des gleitenden Durchschnitts, eröffne eine Beiposition. Holen wir mit dem nächsten Trade 15 Punkte wieder. Minus 3 bin ich immer noch 12 Punkte vorne. Nächstes Handelssignal, hier darf ich wieder short gehen und wir sehen in diesem Beispiel, auch hier haben wir ja mal so eine ganz schnelle brachiale Kerze, hier mein Stop von Kerze zu Kerze zu Kerze zu Kerze zu Kerze zu Kerze, ziehe ich meinen Stop weiter, das heißt, ich werde hier ausgenockt mit dieser großen Kerze, da war aber auch mein Einstiegsniveau, das war übrigens schon hier gewesen, das heißt, immer noch ein Gewinn bei diesem Trade. Und so spielen wir auch mit diesem einfachen Setup dieses Spielchen immer weiter durch. Jetzt sehen wir zum Beispiel, wären wir in einem Abwärts-Setup hier hinten. Da sehen wir, ich bin mit meinen Kerzen unterhalb, das ist meine Durchbruchkerze, meines gleitenden Durchschnittes. Ich habe rote Heikin-Ashi-Kerzen, also habe ich irgendwo hier in dem Bereich, wahrscheinlich bei dieser Kerze, meinen Sell-Trade eröffnet. Ja, und mein Stop-Niveau, das liegt ganz klar hier oben. Und dann, wenn ich da ausgestoppt werde, ist es ein minimaler Verlust. Dafür haben wir mit diesem Setup. Und wie gesagt, die funktionieren auch in allen Timeframes. Wir können das wirklich in allen Charts nutzen. Ich bin jetzt mal in den 5-Minuten-Chart mit diesem Setup gegangen. Da sehen wir zum Beispiel pünktlich heute Morgen um 8 Uhr zum Handelsstart das Buy-Signal generiert. So, und nach dieser Strategie von Heikin-Ashi-Kerze zu Heikin-Ashi-Kerze den Stop nachgezogen, heißt, wir sind irgendwann hier oben ausgestoppt worden. Das waren die ersten 45 Gewinnpunkte des Tages. Und wir sehen, was für schöne Trends sich hier heute immer noch weiter im Laufe des Tages ergeben haben. Also auch hiermit kann man wirklich sehr, sehr schön arbeiten.
und kann die natürlich auch gerne noch mit anderen Tools kombinieren, weil viele tun sich am Anfang immer sehr, sehr schwer, weil sie sagen, naja, toll, wenn ich das jetzt mit meiner klassischen Charttechnik kombinieren soll, ich sehe diese Widerstands- und Unterstützungslinie nicht. Da gibt es auch ein schönes Hilfsmittel. Das ist ein Indikator, den ich Ihnen an der Stelle jetzt auch nochmal zeigen möchte. Das ist ein Hilfsmittel, der zeichnet sich automatisch seine Widerstands- und Unterstützungslinien immer in Form eines Kanals. Und den wollen wir uns mal anschauen. Den lege ich uns jetzt hier einfach mal in den Markt mit rein. Und da sehen wir, oh, jetzt haben wir hier auf einmal zwei grüne Linien mit drin. Die machen dieses Setup ja nochmal umso interessanter, weil die sich automatisch an den Markt anpassen. Und wir sehen genau an diesen Widerstandsbereichen, das hier ist ein Widerstandsbereich, da liegt ein oberes Band von diesem Trendkanal, da prallen wir genau ab. Natürlich nutze ich dieses Kursniveau, um meinen Take-Profit zu platzieren, um vielleicht aus einem Beitritt, den wir hier unten an der Unterstützungszone eröffnet haben, wir sehen, wir sind hier ausgebrochen aus diesem Kanal, sind zurückgelaufen und sehen aber hier den Durchbruch durch unseren gleitenden Durchschnitt. Erste Prüfbedingung, zweite Prüfbedingung, kurze Zeit danach werden meine Aikin-Ashi-Kerzen auch grün, da darf ich einsteigen in den Trade. So, und dann sehe ich natürlich irgendwo hier oben am Kanal, platziere ich mein Take-Profit-Niveau und wir sehen, der Markt kämpft sich mühsam über hier fast eine halbe Stunde, aber genau an dieses Kursniveau, genau an diesem Kursniveau prallen wir aber auch wieder ab, haben wir einen Widerstand, laufen nach unten und wir sehen auch in der Folge, immer wieder, wenn wir an dieses Band ranlaufen, prallen wir an diesem Band ab. Hier wieder, das heißt, wenn ich natürlich hier unten Einstiege nutze, wir sehen es auch hier zum Beispiel, genau an das Unterstützungsband rangelaufen, es geht nach oben. Genau hier wieder, die Korrektur führt genau bis an unser Band und Sie sehen, das passt sich automatisch immer diesen Marktbedingungen mit an. Geht es hier wieder nach oben und wir sehen, ja, der Wohlwiller in der Markt, natürlich ein Take-Profit-Niveau für mich, irgendwo hier hinten, weil ich wieder davon ausgehe, dass wir an dieses obere Band mit ranlaufen. Und sowas funktioniert auch in jedem Timeframe. Wir nehmen jetzt einfach mal einen 5-Minuten-Timeframe und da sehen wir, oh, oh, hier war ein markanter Widerstandsbereich, da hat er uns eine Linie hingezeichnet und auch die aktuelle Kursbewegung führte genau bis an dieses Band ran. Wir sehen aber auch auf der unteren Seite, der zeichnet mir auf magische Art und Weise genau in den Bereichen hier immer wieder, hier sind wir nicht ganz rangelaufen, aber wir sehen genau die Tendenz wieder in diese Richtung dieses Bandes, sehr schön rangelaufen. Also ein sehr, sehr schönes Tool und man sieht mit zwei, maximal drei Indikatoren, die man verbinden kann. Und mal schreiben Sie sich da wirklich eine Checkliste, schauen Sie sich das historisch mit an und dann wirklich Disziplin an diese Checkliste halten. Bedingung 1 erfüllt, Bedingung 2 erfüllt, eventuell Bedingung 3 erfüllt. Dann Risk und Money Management beachten. Dann gehe ich rein in diesen Trade. Dann kann ich diese Position nutzen und diesen Trade eröffnen. Genau natürlich auch meinen Ausstieg definieren. Und wie gesagt, wenn nur zwei von drei Prüfbedingungen stimmen, das ist wie gesagt beim Trading das Wichtigste, dann mache ich diesen Trade halt nicht. Dann positioniere ich mich hier nicht am Markt. Man sieht aber, selbst zwei oder drei von unseren klassischen Indikatoren oder aber von Indikatoren, die ich Ihnen jetzt hier vorgestellt habe, wie den Haikin-Ashi oder diesen Forex-Channel, kann man wirklich sehr, sehr effektive Handelssetup aufbauen. Ich bin immer ein Freund von Keep it simple, zwei, maximal drei Prüfbedingungen, dafür aber eine sehr harte Checkliste aufgestellt. Wenn diese Punkte dieser Checkliste erfüllt sind, dann kann ich das Ganze dementsprechend nutzen und dann handle ich auch danach. So, eine Stunde, die ist schnell rum, haben wir jetzt gesehen. Das waren die Setups, die ich Ihnen heute mal vorstellen wollte, mit klassischen, einfachen Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitten. Dementsprechend hier erste Indikatoren, Setups aufgebaut, Checklisten aufgebaut, Trading-Bedingungen aufgebaut. Wie gesagt, das ganze Webinar wird auch mit aufgezeichnet. Das heißt, wir werden Ihnen in den nächsten Tagen den Link auch gerne zur Verfügung stellen. Wer da, wie gesagt, noch Fragen zu hat, kann sich gerne das Video mit anschauen oder uns dementsprechend auch kontaktieren.
kontaktieren. Sie können mich auch, wie gesagt, hier sehen wir in den Unterlagen direkt kontaktieren. Wer da doch zu dem einen oder anderen Setup nochmal irgendwo eine Frage hat, steht man Ihnen natürlich gerne mit zur Verfügung. Ansonsten hoffe ich, dass es interessant gewesen ist für Sie, dass wir dementsprechend vielleicht den ein oder neuen Handelsansatz oder die neue Idee mit reingebracht haben. Die Elena hat es vorhin angesprochen, in der nächsten Woche sind wir alle auf der World of Trading, also ich bin auch unten auf der World of Trading, also vielleicht sieht man den ein oder anderen auf der Finanzmesse. Ansonsten geht es in unserer Webinarreihe weiter am Donnerstag, den 23., da wieder um 18.30 Uhr. Da werden wir uns mal anschauen, wie wichtig doch Wirtschaftsdaten sein können. Und da werden wir dann auch Live-Analysen machen. Das heißt, Sie können mir Titel nennen, die Sie interessieren, die wir dann wirklich mal unter charttechnischen Indikationen und mit Hilfe von Indikatoren, so wie wir uns Setups heute aufgebaut haben, einfach mal analysieren wollen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken. So, und jetzt ist auch genau unsere Stunde voll. In dem Sinne wünsche ich jeden erfolgreiche Trades in der Zukunft. Einen wunderschönen Abend und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal dabei sind. An dieser Stelle vielen Dank von mir.